Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 73: Deutsche Märchen. Heute sprechen wir über deutsche Märchen. Märchen sind ein wichtiger Teil der deutschen Kultur und haben viele faszinierende Geschichten zu erzählen. Was sind deutsche Märchen? Deutsche Märchen sind alte Geschichten, die oft fantastische Elemente enthalten. Diese Geschichten sind Teil unserer Kultur und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Sie sind voller Magie, Abenteuer und wichtiger Botschaften. Die berühmtesten Sammler deutscher Märchen waren die Gebrüder Grimm, Jakob und Wilhelm. Diese beiden Brüder reisten durch Deutschland und sammelten viele Märchen von Menschen in verschiedenen Regionen. Sie waren besessen von der Idee, diese Geschichten zu bewahren, bevor sie in Vergessenheit geraten. Ihre Arbeit führte zur Veröffentlichung des Buches Kinder- und Hausmärchen, das viele klassische Märchen wie zum Beispiel Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen enthält. Diese Märchen sind weltweit bekannt und geliebt. Warum sind deutsche Märchen eigentlich wichtig? Deutsche Märchen sind nicht nur unterhaltsam, sondern haben auch wichtige Botschaften. In vielen Märchen geht es um Moral und Ethik. Sie lehren uns oft, was richtig und was falsch ist, wie man Schwierigkeiten überwindet und wie wichtig es ist, ehrlich und mutig zu sein. Diese Lehren sind zeitlos und können auf unser eigenes Leben angewendet werden. Eines der bekanntesten deutschen Märchen ist Hänsel und Gretel. Die Geschichte handelt von zwei Geschwistern, Hänsel und Gretel, die in einem armen Haus leben.
In einer Zeit der Hungersnot werden sie von ihren Eltern im Wald ausgesetzt, weil die Eltern nicht genug Essen und Trinken für alle haben. Die Kinder sind verzweifelt, aber sie haben eine clevere Idee. Sie hinterlassen Brotkrümel, um den Weg nach Hause zurückzufinden. Doch im Wald verirren sie sich und stoßen auf ein seltsames Haus, das aus Lebkuchen und Süßigkeiten besteht. Das Haus gehört einer bösen Hexe, die Kinder isst. Hänsel und Gretel müssen all ihren Mut und ihre Schlauheit einsetzen, um der Hexe zu entkommen und sicher nach Hause zurückzukehren. Diese Geschichte lehrt uns über Geschwisterliebe, Klugheit und die Überwindung von Herausforderungen. Hänsel und Gretel ist ein zeitloses Märchen, das immer wieder gerne gelesen wird und bis heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Ein anderes bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm heißt Rapunzel. In dem Märchen Rapunzel geht es um ein Mädchen namens Rapunzel. Rapunzel hat sehr lange, schöne Haare. Ihre Haare sind so lang, dass sie bis zum Boden reichen. Rapunzel wird von einer bösen Hexe in einem hohen Turm eingesperrt. Die Hexe hat Rapunzel als Baby gestohlen. Rapunzel lebt viele Jahre alleine im Turm, ohne Kontakt zur Außenwelt. Die einzige Möglichkeit, den Turm zu betreten, ist über Rapunzels Haare. Die Hexe klettert an Rapunzels Haaren hinauf und hinunter. Eines Tages kommt ein Prinz vorbei und hört Rapunzel singen. Er möchte sie kennenlernen. Also fragt er, wie er in den Turm kommen kann. Rapunzel lässt ihr langes Haar herunter und der Prinz klettert hoch. Die beiden verlieben sich ineinander und planen, Rapunzel zu retten. Die Hexe möchte das natürlich verhindern. Es entsteht eine spannende Geschichte. Das Märchen Rapunzel zeigt uns, dass wahre Liebe Hindernisse überwinden kann und dass manchmal Mut
notwendig ist, um glücklich zu sein. Auch heute noch sind Märchen in der deutschen Kultur sehr lebendig. Es gibt Märchenfilme, Bücher und Theaterstücke, die diese Geschichten weiterleben lassen. Märchen sind ein wichtiger Teil der Kindheit in Deutschland. Sie erinnern uns daran, wie wichtig Fantasie und Moral in unserem Leben sind. Kennst du die Märchen der Gebrüder Grimm? Welches Märchen ist dein Lieblingsmärchen? Und gibt es auch in deiner Kultur Märchen? Schreibe es in die Kommentare. Neue Vokabeln, Botschaften, Messages, sammeln, to collect, bewahren, to preserve, unterhaltsam, entertaining, mutig, brave, sich verirren, getting lost, Brotkrümel, breadcrumbs, die Hexe, the witch, der Turm, the tower, klettern, to climb, Hindernisse, obstacles. Hast du gut aufgepasst? Ich habe eine Frage für dich. Warum haben die Eltern Hänsel und Gretel im Wald ausgesetzt? Kennst du die Antwort? Schreibe sie in die Kommentare. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.